Awesome. Ja, oh Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Das sah richtig awesome aus. Also, Toogie. Ein schmackhafter Rainbow Looping. Ja, nice. Ein Einhorn. Okay, Minecraft-Blöcke. Paluten auf dem Mond. Richtig, richtig gutes Level, it's Toogie. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Los Happy Wheelers. Und wir beginnen mit Paluten, Herr Bergmann-Skin von It's Qual Time. Ich habe keine Ahnung, wie ich die 5 da in diesem Namen verwenden muss, um das richtig auszusprechen. Auf jeden Fall, hi Bergy und Palle, viel Spaß. Dankeschön, Bro. Okay, hallo Palle und Bergy, ich habe hier ein kleines Minecraft-Skin-Quiz für euch gemacht. In dem Level steckt relativ viel Arbeit und deshalb hoffe ich umso mehr, dass das Level euch gefällt. Okay. Falls wir raten müssen, was das für ein Skin ist, ist es auf jeden Fall der liebe Toodle. Tipptopp. Sieht ein bisschen blöd aus, aber was soll's. Das ist weder Evive noch Kev. Das ist ganz klar der gute alte Ordei. So. Zu wem gehört das? Das kann nur Evive sein. Im Entferntesten vielleicht auch Ruhpilz, aber Evive ist ja so ein kleiner Dieb. Wer liegt hier wohl begraben? Dena. Nein, nein, ich will da nicht, ich will hier nicht runter. Hallo? Welchen Sinn macht denn dieses Gap hier zwischen? So, Abrunner hier. Jawohl, wissen wir ja alle, Dena, der gute Alte, der steht nicht so auf Pferde. Und da ist der Victory. Schönes Level. Hat mir für den Anfang richtig gut gefallen. Paluten, Herr Bergmann 2-in-1 von Gaming Daba. Hallo Palle und Herr Bergmann, dies ist eine Fix-Version von ein altes Level. Das war irgendwie kein richtiges Deutsch und keiner hat es von euch gespielt. Aber es hatte ein paar Bugs und es war damals auch nicht schlecht. Aber naja, jetzt habe ich alle Bugs behoben. Mit freundlichen Grüßen, Gaming Dauber, hab Spaß. Okay. Ist, El Rope Swingo. Oh, nein! Was war denn da los? Zack. Verdammt, ich dachte, da könnte ich noch irgendwie den Victory einheimsen. Okay, das ist irgendwie ein bisschen schlecht gelöst. Man muss hier schon fast nicht mit dem perfekten Schwung rumkommen. Ja, das ist natürlich... Wir haben immer zu viel Schwung, das kann doch nicht wahr sein. Oh, 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 elegant. Perfekt. Eine Bremse? Bro, das ist irgendwie keine Bremse, sondern das Ding... Okay, warte mal, kann ich mich da irgendwie... draus befreien? Warte, wir rutschen so ein bisschen runter. Aber ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. Okay, jetzt aber. Okay, ein kleiner Ballfall. Jetzt müssen wir hier natürlich... Also das Level ist an sich ganz nice, aber die ganzen Obstacles sind irgendwie... Als hätte man das nicht nochmal so richtig gut getestet. Wow! Okay, 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 okay. So, dann gehen wir hier. Da, wo das Bein runterfällt, da können wir auch längs. So. Na, au! Jetzt haben wir gar keine Beine mehr. Okay, wir müssen aufpassen. Aber das macht uns ja nur aerodynamischer. So, komm schon. Bitte? Mieste Soldat, bitte? Na komm, ganz ruhig. Nichts mehr verlieren. Oh, oh, und da ist er doch. So muss er sein. Über eine Minute saßen wir hier an dem Level. Paluten Horror Game. Uh-oh. Von Cookie Luki. Hey, Pal und andere, das ist mein drittes Level für Paluten dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Bewertet fair, liebe Grüße. Cookie Luki. Okay. Ja, da sind wir aber sowas von ausgewichen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das... Okay, da war der Schalender. Wow! Was ist denn mit dem los? Digga, was ist denn bei dir falsch? Oh, Harpune! Harpune! Victory! Guck mal, da ist ein richtiger spooky Typ hier mit dem Kürbis auf dem Kopf. Oh yeah. Zack. Paluten Get in the, wahrscheinlich Get in the Box von Creeperkuchen. Hey Palo und andere, das ist mein drittes Level. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Der Level-Editor wollte mit mir Freundschaft schließen und ich habe sie angenommen. Leider, Palle, hast du meine ersten paar Level nicht gespielt. Viel Spaß und Erfolg. Leute, das ist mir schon klar. Ich habe ein Level-Reset gemacht. Und dann könnt ihr die Level doch einfach neu einreichen. Also da geht doch kein Level verloren. Das haben ganz, ganz viele gemacht. So. Go, go, go. Pop, pop. Hop, pop, pop. Hop, pop, pop. Na, komm. Na, komm. Nein, dann fallen wir wieder runter. Na, komm. Hop.
Weil, nein, nein, und schon wieder! Was ist hier los? Oh, schade. Okay. Ich muss mich mal, ich muss mich ein bisschen, ich bin immer zu wieselflink. Warte, nein, du sollst dich da, oh, jetzt hat er sich gedreht. Ach, komm. Ach, komm. Aber vielleicht ist das ja sogar die bessere Strategie. So, warte, jetzt runterrutschen. Immer nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Nein, und das ganz kleine bisschen war ja mal mega dumm. So, warte mal. Nein, er dreht sich einfach schon wieder. Warte mal. Zack. So, komm, so muss ich einmal hier so. So, ganz, 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 ganz langsam. Nein! Ach Gott, das ist aber ein richtig komischer Boxding. Also, der Abstand ist ein Ticken zu hoch. Dieses Level, ich werd bekloppt. Weil eigentlich kann ich Box Escape oder Get in the Box. Ach, Bro, was ist nur los mit diesem Level? Ich meine, wir stellen uns auch ein bisschen blöd an, um Gottes Willen. Aber man kann es einfach nicht machen, weil wenn ich jetzt nach unten falle... Okay, jetzt. Und rein mit dir! Jawohl, na endlich, nach vier Meckern geht das Paluten-Geilo-Quiz von Mr. Ab... Hä? Mr. Ab... ABL The Barbo, okay. Hier ist ein cooles Quiz für dich. Grüße aus Österreich. PS, hullo! Okay, ein geilo Quiz. Awesome, Paluten-Quiz. Wie viele Folgen Minecraft Galaxy hat er? Das ist natürlich... Okay, Stand 5.8.2014. 72. Nein, eher doch 69. Ah, ich wollte doch 72 sagen. Das war natürlich klar, Leute. Das ist natürlich hier, ne? Klipp und klar. Das Dena-Quiz. Wie viele Videos hat er? Ich sag das zweite diesmal. Ich hab absolut keinen Plan. Also ich kann mir viele Sachen merken, aber nicht wie viele Videos gerade ein YouTuber hat. Wie viele Folgen What the Fact hat er? God damn it. Ich sag die goldene Mitte. 58. Verdammt, es war 59. Also ich muss sagen, dass mir dieses Quiz nicht sonderlich gut gefällt, weil die Fragen sind jetzt echt nicht so interessant. Es geht hauptsächlich darum, wie viele Folgen jemand hat und das finde ich nicht sonderlich interessant. Das Ungespielt-Quiz. Seit wann ist Simon wieder vegan? Keine Ahnung, Bro. Also, das sind echt super langweilige Fragen. Das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, aber wenn ich an diesem Level Kritik äußern darf, dann ist es einfach, dass die Fragen jetzt nicht unbedingt so mit Datum und so... Finde ich auch nicht sonderlich interessant. Aber trotzdem, danke für deine Mühe. Paluten geil von Airgamer HD. Ein Level in 2 Stunden Arbeit. Du bist der Beste. PS, hudalu, magst du Bratwurst? Oh, oh Gott. Okay, okay, okay. Komm, ich da... Ich hätte das Gefühl, dass er einfach nur... Also, ich glaube, ich kann die Bewertung auch verstehen hier. Und wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen von oben an. Aber ich glaube, er hat hier letztlich einfach nur... Ja, einfach nur richtig viel Harpunen hingesetzt. Schade. Ich meine, die Leute müssten das doch wissen, dass es keine anspruchsvollen Level sind, wenn da einfach nur Harpunen hingeklatscht wurden. Ah, ich habe den Victory schon gesehen. So, komm schon. Einmal nach oben. Und jetzt nach unten. Na, oh Gott. Ja, komm, ey. Einfach 5 Harpunen. Leute, was ist mit euch los? Ja. Da machen wir direkt weiter mit Paluten Gefahr von Kiemart 123. Hey Palle, es... was? Du stellst dir ja schwer vor, Level zu erstellen. Hm, stimmt. Wenn man es zum ersten Mal macht, ist es wirklich schwer. Hoffe, das Level ist nicht unfair. Okay. Schauen wir doch mal. Oh, oh, oh. Okay. Oh, awesome. Wir leben noch. Nein! Oh Gott! Runter hier! Hier ist sicherlich kein Victory, oder? Vielleicht ja doch! Hallo! Ja, kein Victory. Warte mal, ich finde das... So, warte, warte! Okay. Was könnte ich tun? Oh, 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 oh! Jawohl! Jawohl, komm, flieg! Flieg, 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 flieg! Oh Gott! Nein! Jawohl! Der Victory! Oh Mann, da habe ich nicht mehr so wirklich dran geglaubt. Paluten Galaxy 1 von 2 von It's Toogi! Mensch, die ist auch immer ganz aktiv auf Twitter. Hey, Palle und andere, dies ist ein Re-Upload, da dieses Level im Levelstopp entstanden ist. Das Original heißt Paluten Galaxy. Ich habe einige Sachen im Level verändert und es ein bisschen schwieriger gestaltet. Viel Spaß mit dem Level. Eure Tugi! Okidoki. Oh, awesome. Oh Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Das sah richtig awesome aus.
Also Tugi. Ein schmackhafter Rainbow Looping. Ja, nice. Ein Einhorn. Okay, Minecraft-Blöcke. Paluten auf dem Mond. Richtig, richtig gutes Level ins Tugi. Also, das ist echt richtig, richtig schmackhaft. Just Tugi, es tut mir leid. Und da sieht man auch 10.000 Mal wurde das Level gezockt. 60 Votes. Richtig, richtig, richtig gut, Bro. Also, Sister, muss man ja schon was sagen. Denn Tugi ist eine Dame. Richtig gutes Level. So, Paluten Folge 400 von PeteDizzler02. Hi, Palle. Das ist mein drittes Level für dich. Alles Gute zur 400. Folge und halt die Stunde durch. PS, werde mich freuen, wenn du mir auf meinem YouTube-Channel was schreibst, da ich leider nicht zur Gamescom kann. PS, bin erst 11. PS, heiße GameToy. LP. Okidoki, Bro. Die Frage ist, was soll ich auf deinem YouTube-Account schreiben? Ich könnte schreiben, hallo. Aber das werde ich nicht machen, weil, wenn ich das jetzt bei dir mache, dann sagen die anderen, ja, schreib auch was bei mir, schreib auch was bei mir. Und dann ist es ein, nein, ein helles Durcheinander. Ich muss jetzt hier irgendwie mit der Links-Rechts-Taktik, obwohl die Frage ist, man könnte auch den Pogo-Typen nehmen. Dann kommt man da. Mist. Komm, 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 komm. Yo, wie soll ich denn da oben rauf? What? Jay, der muss mal auf jeden Fall den Pogo-Typen nehmen. So viel Links-Rechts-Taktik, da kann man ja gar nicht. Huah! Nein! Ja, du schreist zurecht, Bro. Ah, und er ist tot. Okay, hier braucht man wirklich. Nein! Oh Gott. Perfekte Timing. Okay, das war nicht das perfekte Timing. Und jetzt nach vorne. Geronimo! Oh nein, nicht nach hinten! Hä? Ich hab da nach vorne gedrückt. So. Ah, nein! Stopp! Ah! Oh, jetzt. Zu viel! Verdammt. So. Okay. Hier sind wir schon mal. Oh, und dann springt er zu. Ey, mit dem Pogo-Typen, das kann man so schwer abschätzen. Das sind dann auch immer richtig, richtig schwere Level. Jawohl. Stopp, 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 stopp. Oh nein, da kommt noch eins. Wenn das Level jetzt hier gleich zu Ende wäre. Nein! Oh, warte mal. Change Character. Leute, bevor ich nehme jetzt den Char einfach erstens, damit ich das Level nochmal zeigen kann. Und zweitens, wir würden sonst noch drei kalte Winter da dran sitzen. Allein hier könnte man mit dem Pogo-Typen so easy draufgehen, weil man einfach kurz an der Seite runter slurpt. Also es ist ein nettes Level, aber es ist schon ziemlich, ziemlich schwer. Ich springe einfach mal runter. Und hoffe. Ist hier unten Victory? Oh, verdammt, hier war nicht mal der Victory. Schade eigentlich. So, Paluten First Try von Swarovski Lover. Hallo Palutin, ich habe dieses Level schon mal hochgeladen. Leider war es vor dem Level Reset und du hast es leider nicht gespielt. Deshalb hier mein neues altes Level. Viel Spaß und hulu! Okay. Ah, okay, das fällt einfach runter. Schnell, 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 schnell. Oh, unser Sohn ist nicht mehr da. Oh, elegant! Nein! Verdammt. Das wäre ein schmackotastischer First Try gewesen. Aber der wurde uns einfach verwehrt. Nein! Okay. Lass mich kurz hier durch. Ihr blöden Jets! Ich habe gar keine Arme mehr, um mich festzuhalten. Ja, toll. Ich muss hoffen, dass ich jetzt... Komm schon. Oh, so nah. Aber doch so fern. Jetzt, ihr blöden... Jets, lasst mich doch einfach mal in Ruhe, ich schwöre euch. Toll, ich komme jetzt hier gar nicht. Das nervt mich gerade redig. Jetzt lasst mich doch dahin, ich komme da nicht rüber, weil dieses Ding mich immer zum Boden drückt. So, dankeschön, ey. Das sind so die kleinen Dinge im Leben, die können einen schon manchmal echt aufregen. So, jetzt halt. Du hältst dich da nicht ernsthaft gerade mit deinem Kopf fest, oder, Bro? Ich hasse dich, Happy Wheels. Ich hasse dich, redig. Vor allen Dingen dafür, ich möchte doch nur da runterfallen. Kann ich aber nicht, weil mein Kopf da feststeckt. Ach, Mann. Ich sag dazu gar nichts mehr. Du blödes Level, ich schwöre dir. Jetzt spring! Jetzt halt dich fest und fall runter. Na, endlich! So, Leute, ich glaube, wir haben meine und eure Nerven heute genügend strapaziert. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, los! Happy Wheels!